Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana! Yay! Yeah! Wir haben beim letzten Mal die Fratzenwand besiegt und Tantalus getroffen. Und jetzt haben sie Hagen und Heidi entführt. Nein! Wieso hat ihr eigentlich nur... Wieso hat ihr eigentlich nur Freunde, die mit H anfangen? Weil es so lustig ist. Victor! Oh, Alex! Tut mir leid. Zu spät wie immer. Tantalus hat mich hier festgehalten. Er gehört zum Imperium. Oh Gott. Denk dran, Imperien sind immer böse. Ja, grundsätzlich. Das Imperium versucht verzweifelt an die Mana-Energie heranzukommen. Verzweifelt. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entzieht, weiß ich nicht. Ja, um die Mana-Festung zu reaktivieren, das hat uns Tantalus doch schon gesagt. Ja, aber wahrscheinlich war er in dem Moment ein Zombie und konnte nicht ganz so ganz zuhören. Ich vermute, dass Tantalus noch mehr im Schilde führt. Nein, wirklich? Unglaublich. Ich ahne Fürchterliches. Wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Ja, das sollten wir. Wenn du weniger lange reden würdest. Geht ihr zur Aquaria. Ich begebe mich in den Lava-Tempel. Aber da waren wir schon. Okay. Warum in den Lava-Tempel zurück? Warum zur Aquaria? Und doch nicht in den Jahreszeitenwald? Hey! Wir wollen einfach rausteleportieren. Ich wollte noch mit den Leuten reden. Nein, dann halt nicht. Da gehe ich jetzt nicht wieder rein. Nicht den gesamten Tempel, um mit denen zu reden. Jetzt haben wir auf jeden Fall fröhliche Musik hier in den Ruinen. Yay, wuhu, fröhliche Musik. Kannst du mit dem Zauber benutzen, die restlichen MP. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir in der Stadt. Start. Nein, nicht. In der Stadt bringt das nichts. Na gut. Mach's halt. Wenn du in der Stadt, während die Waffen nicht raus sind, Zauber benutzt, bringt dir das nur halbe Erfahrungspunkte für die Zauber. Das bringt dir nur dann die vollen Erfahrungspunkte, wenn du es halt draußen machst. Ups. Ich wollte eigentlich hier rein. Ich hab die Tür leicht verfehlt. Hallo, Kollege. Eine Nacht kostet 10 Goldmünzen. Willst du bleiben? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, wir bleiben mal. Da gibt's doch keine vielleicht aus. Das wäre aber witzig. Vielleicht hast du eine 50-50 Chance, ob du bleibst oder nicht. Aber du zahlst nur die Hälfte. Ja. Ja. Wenn du denn bleibst. Ansonsten versuchst du es so lange, bis du es endlich mal hast. Den Spielstand speichern? Nee. Ja, wenn da Nein kommt, dann musst du das Haus verlassen, bevor du es nochmal versuchen kannst. Jetzt, wo wir die Leute entzombifiziert haben, können wir eigentlich mit dem Typen hier reden, der hier vorne diesen anderen Shop hat? Ich meine ja. Komm schon, hier vorne müsste eigentlich noch dieses eine Haus sein. Da. Der hatte nämlich auch dieses Shop-Zeichen dran, allerdings war er ein Zombie. Und wir gucken. Hallo, Kollege. Wie kann ich helfen? Ja, jetzt können wir hier nämlich auch einkaufen. Interessant. Jetzt können wir hier erstmal neue Bonbons kaufen. Davon brauchen wir wieder vier. Bonbons. Vier. So, was hat er denn hier? Upsala. Wir haben jetzt hier Schlangenketten. Die sind auf jeden Fall besser als das, was wir bis jetzt hatten. Die Ninja-Robe haben wir bereits. Dornwesten haben wir auch noch nicht. Und Eisenhelm haben wir. Ja, ne, dann werden wir uns wohl mal zwei Dornenwesten kaufen. Zing, zing. Und dann kaufen wir uns auch noch drei von den Schlangenketten. Schlangenketten. Eins, zwei, drei. Jawohl, ja. So. Liebe Leute, dann decken wir uns jetzt mal eben schnell mit Ausrüstung ein. Haha, ich hab gewonnen. Kleidung, da ist immer noch mein Stimme, das muss ich mal verkaufen. Dornenweste gibt drei Verteidigungen mehr und das Schlangenketten-Dingsbums gibt zwei Verteidigungen mehr. Das ist doch schon mal etwas. Na, jetzt ist Kevin dran. Ach, du könntest mein Stimmband ausrüsten, wenn du wolltest. Ja, du hast auch eine Dornenwespe. Dornenwespe vor allen Dingen. Und so viel dazu. Ja, und dann noch Sam, du hast ja nur eine Schlangenkette. Deine Ninja-Robe hat sie ja bereits angelegt, schon seit geraumer Zeit. Ist ja auch eine Ninja-Robe. Ja, in Pink. Die Hauptklamotten des Mädchens. Ja. Halt eine Ninja-Robe. Ja, das war's. Mehr gibt's bei dir nicht. Oh. Oh. Hey, Kollege. Wie kannst du mir helfen? Du kannst verkaufen, kannst du. Also, wir können verkaufen. Erstmal das Stirnband. Jawohl, das hat jetzt unglaublich viel gebracht. Aber immerhin ist unser Inventar dann erstmal wieder ein bisschen aufgeräumter. So, weg mit dem Dingsbums-Jackending hier. Dann noch das Eisenhemd hier. Und zu guter Letzt die Schlachtrobe. Das soll eine Schlachtrobe sein, also ich weiß ja nicht. Sieht mehr aus wie ein Froschanzug als alles andere. Ja. So. Also dann noch unsere drei alten Armbänder und das war's. So, wir sind wieder eingedeckt, ausgerüstet und es kann weitergehen. Huhu. Yeah, Zeit verschwenden durch Ausrüsten. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zur Aquaria zurückkehren. Moment, war hier oben überhaupt ein Weg? Keine Ahnung. Falscher Weg, wir müssen links entlang. Leider gibt es jetzt nicht direkt ein Kanoni-Reisebüro dahin, aber es ist wunderbar. War keine Absicht. Gute Arbeit! Ist ja auch nicht so schlimm. Hier
Davon ist er weg. Jetzt kommen wir alle nicht lang. Wir wären alle ans Ziel gekommen, aber das Spiel wollte nicht, dass wir uns so weit trennen. Du gehst mir aus dem Weg, du verdammte Wache. Endlich mal. So, jetzt sind wir mal wieder in alten Gefilden hier. Da waren wir wirklich schon lange nicht mehr hier. Mein Gott, die sterben immer noch nicht durch einen Schlag. Ich glaub's ja nicht. Warte, jetzt... Ach, mein Bogen ist noch gar nicht abgegradet, Mist. Dann nehme ich einfach mal... Was soll's, ich nehme einfach mal eine Weile den Speer. So. Bevor ich noch mehr Zeit hier in dem Menü verschwende. Stirb, Pilzkopf, du gehörst nicht in das Gebiet. Die Axt war schon geupgradet, ja, stimmt. Die hatte Kevin ja geupgradet, ohne dass ich einen Cliffhanger draus machen konnte. Ja. Was soll immer das für ein Cliffhanger sein? So. Jetzt können wir auch mal diese kleinen gelben Viecher hier demonstrieren. Wupp, wupp, wupp. Die bringen uns nämlich ganze 5 Meter voran. Denn das wäre jetzt wirklich kein Weg gewesen, außen rum zu gehen. Ja, für einen Moment habe ich gedacht, keiner hätte was, um die Dinger niederzureißen. Doch, doch, aber Sam hat die Axt. Die Axt, die alles zerstören kann. Mist. Ja, in der Tat. Mein Gott. Scheiß Speer. Die Axt ist auch wirklich zu nichts sonderlich gut anderen zu gebrauchen. Außer, dass sie furchtbar viel Schaden macht? Nee, die macht keinen Schaden. Und du nur mit der durch die ganzen Steindinger durchkommst? Ach was, die Axt ist nutzlos. Bams, 31 Schaden. Das ist eine Axt. Ich habe einen Pogepusche vernichtet mit einem Speer. Jetzt fühle ich mich toll. Wir haben keine Waffen mehr. Nein. Ja, in dem Gebiet davon hatten wir noch nie Waffen. Okay. Hier haben wir wieder Waffen. Yay. Juhu. Das heißt, hier könntest du theoretisch wieder Zauber spammen und du würdest voll Erfahrung dafür bekommen. Aber jetzt sind wir auch schon wieder bei Aquaria. Was machst du denn jetzt? Ring. Er hat sich, glaube ich, nur verdrückt. Ja. Ja, ne? Das heißt, wir müssen mal wieder hier vorne die ganzen Schalter aktivieren. Ja, zurück bei Aquana. Aquana, Aquana, Blitzerflammara. Das war so klar. Ich habe nur versucht, über die scheiß Brücke zu laufen. Du konntest dich nicht zurückhalten. Der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Wie in aller Welt wurde das Ding gestohlen, während sie davor stand? Sie hat das Ding 200 Jahre bewacht. Wahrscheinlich hat es 200 Jahre einfach nur keiner versucht, das Ding zu klauen. Vielleicht musste die halt einfach auch mal für kleine Mädchen. In 200 Jahren. Das müssen sie getan haben, während Frosta in Gefangenschaft war. Okay. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehören. Bring den Samen zurück. Kann ihr nicht im Wasser hören, wo der Samen jetzt ist? Jetzt hört sie doch. Warum redet? Warum kann der Samen nicht mit ihr reden? Ja, gut, also müssen wir jetzt zu Victor zum Lava-Tempel. Wunderbar. Ja, ne, dann wird das wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir liebe Koboldin, Kobold etwas ins Vierjahreszeiten-Wäldchen bringen. Wolltest du nicht laut schreien, wenn wir das nicht tun? Tu's nicht. Zwing mich nicht, es zu tun. Ja, dann müssen wir jetzt mal wieder zum Kanoni-Reisebuch rüber. Das heißt nämlich, wir müssen wieder in das Zwergendorf rüberfliegen. Das heißt aber auch, dass wir gleich unsere Waffen verbessern können und ich mal wieder den Bogen benutzen kann. Wuhu! Bogenpower! Und unterwegs töten wir einige Vampirtulpen. Bams! Der Speer ist nicht stark genug, um die Dinger zu one-hitten. Ist er noch nicht upgraded? Nee, der Speer ist auch generell keine tolle Waffe. Ich hasse diesen Baum, ich verliere mich jedes Mal aus den Augen. Du musst vielleicht in Zukunft häufiger vorne dran vorbeilaufen. Die Spezialfähigkeit dieses Baums, Spieler verlieren sich aus den Augen. Ja. Das hat er geskillt. Ja. Als ich hier das Spiel das erste Mal gespielt habe und durch das erste Mal lang gegangen bin, war das der Punkt, wo ich das erste Mal gestorben bin. Weil der Pilz mich dahinter die ganze Zeit umgebracht hat. Ja, der macht einen sehr oft bewusstlos, das ist nervtötend. Also, zum Elfenteich rüber. Ding. Zum Elfenteich, wenn das alles ist. Auf in die Kanone! Ja, ne? Ihr seid da jetzt nicht extra hochgelaufen. Nee, es wäre auch zu schön, wenn man schon mal so vorgehen könnte. Ja. Und alle Mann. Boom! Verdammt. Piu! Kaboom! Ein weiter Flug. Ja, und damit haben wir, glaube ich, eine neue Rekordstrecke hinter uns gelegt, aber es ist immer noch nicht sonderlich weit. Wie gut, dass der keine Stahlkugel verschießt. Wespe, Dorn und Wespe. Wespe, Dorn und Wespe. Bam! Oh, aber diesmal sind die nicht gestorben. Mach einen Schauer drauf. Du hast noch voll MP, glaube ich, oder? Ja. Ja, dann lass das. Dann müssen wir nicht extra nochmal MP heilen gehen, deswegen tötet sie einfach.
Gut, Sam. Ehrlich, Sam, was kannst du eigentlich? Muss ich das dann selber machen? Oh, Mist. Heilkräuter! Muss ja jetzt passieren. Ich glaube eher ein Giftstachel oder so ein Mist. Und es sind Bohnen zu viel. Oh, zu schade. Ja, ne? Dann gehen wir jetzt hier vorne rechts rein. Ja, ja. Lauft alle in irgendwelche merkwürdigen Richtungen, während ich den nächsten Bildschirm betrete, damit das auch möglichst merkwürdig aussieht. Da konnte ich gar nicht für. So. Das war wirklich nicht Absicht, ne? Jetzt kann ich meinen Bogen auch upgraden. Hallo, Bob Berti. Ring. Tja, welche Waffe soll erneuert werden? Wer hat Berti überhaupt gesprochen? Ich weiß es nicht. Ne? Du. Ja. Glaube ich. Okay, dann soll bitte der Bogen erneuert werden. Und jetzt ist der Bogen... Okay, ein Kurzbogen. Das hat ihn natürlich unglaublich verbessert. Naja, ja. Ist jetzt auf jeden Fall stärker. Sonst hatten wir nichts mehr gerade abzugraden. Besser. Ja. Besser als ein alter, schlabbriger Bogen. Ja. Das ist wohl wahr, aber vorher war es ja nur ein ganz normaler Bogen. Na gut, dann hat wahrscheinlich irgendjemand auf irgendeiner einsamen Insel aus irgendeiner Ranke und einem Stück Holz zusammengeschnitzt. Ja, hallo Victor, was machst du denn hier? Die Diebe sind unten, sie wollen als nächstes den Lava-Tempel überfallen. Wo kommt das Loch da vorne her? Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sei vorsichtig, du weißt nicht, was dich erwartet. Ja, ja, genau das. Ja. Ja, das war ich, ne? Ja. Ja. Das Schiff der Diebe ist in diesem Loch. In welchem Loch? In diesem Loch. Ah, in diesem Loch. Warte mal, ein was? Schiff? Wo kommt das denn jetzt her? Wie ist dieses Loch? Und noch viel mehr, wie ist dieses Schiff in das Loch gekommen? Haben die einen Tunnel gegraben? Ist, scheinbar. Ist das hier ein riesiger Drill-Roboter oder was? Nein, ich glaube, du denkst gerade an was anderes. Ja, aber wie sonst? Das haben sie? Oh, guck mal, eine Kiste. Want, have, Kiste. Zeitbombe. Das wäre ja schön. Peitschenorb. Einfach so ein Peitschenorb. Okay, nehme ich. Ich beschwer mich nicht. Oh, hallo. Haben wir ja schon die nächsten Bosse. Ja, meine Samen des Wassers. Wie seid ihr hier reingekommen? Das werdet ihr bereuen. Boss. Ah ja, okay. Ihr wollt wissen, wozu wir den Lava-Samen brauchen? Das wissen wir doch. Nicht ihr. Wir brauchen den Samen, um unseren Super-Roboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn Thrillboy. Schöner Name. Ja. Genau. Schaltet ihn an. Genau. Ja, Sir. Oh, herrlich. Ja, wir kämpfen also gar nicht gegen die Luigi-Verschnitte, sondern... Na, sie sehen eher aus wie War-Luigi-Verschnitte in grün. Ja, aber er hat einen Skorpion auf dem Rücken. Ja. Auf seinem Cape. Sondern, ah, wir gehen direkt in den Bosskampf. Okay, das ist der Thrillboy. Schnappt sie euch, Jungs. Schaltet unseren Thrillboy ein. Ja, vor dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Der Thrillboy hat nämlich Zapplerhammer. Ah, was war das? Zu viel Energie. Er ist außer Kontrolle. Maschinenraum, weniger Kohle, weniger Kohle! Entfernt den Samen! Benutzt die Notenergie! Ja, ich schlage vor, ihr, oder zumindest Sam wechselt auf eine Fernkampfwaffe, weil dieser Kerl da verdammt gefährlich im Nahkampf ist. Kabam! Thrillboy ist erledigt. Außerdem, das ging einfach. Außerdem ist er sehr, sehr immun gegen jegliche Magie. Ja, genau das meine ich. Geh lieber auf eine Fernkampfwaffe und dann bleiben wir zusammen. Wie die Peitsche, genau. Macht mal kurz ein bisschen Magie, mach mal bitte den Säureregen drauf, damit er ein bisschen Verteidigung verliert. Dann haben wir schon mal einen etwas größeren Vorteil mit unseren Waffen. Froster. Da, ne? Haben wir ja schon mal etabliert, der Säureregen kann die Verteidigung von Gegnern schwächen. Oh. Und Thrillboys Abwehr ist gefallen. Außerdem könntest du mal versuchen, mir einen Steinbogen zu geben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber gucken wir mal, ob das was bringt. Das sollte nichts bringen, wenn er gegen Magie immun ist. Ja, ist dann... Ja, gut. Versuch's trotzdem mal, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Außer darum zu stehen und drauf zu hauen. Ja. Link. Wunderbar, ein Buff. Und Achtung, Achtung, Achtung. So viel dazu, ich bin gezappelt. Hilfe, ich bin ein Mogri. Hilfe. Danke. Irgendwie mach ich keinen Schaden. Das hat nichts gemacht. Du hast zu hoch gezielt. Link. Das hat nichts gemacht. Ah, schon wieder ein Mogri. Irgendwie kann ich mich immer nur ganz kleine Stücke bewegen als Mogri. Nervig. Du bist auch gezappelt. Das war wieder nix.
Irgendwie macht deine Waffe sehr wenig Schaden. Mein Gott! Ist auch ein Bumerang Level 0. So, jetzt aber 26 Schaden, immerhin. Bams. Auf was müssen wir denn genau treffen? Den Kern? Ja, den Kern. 26 Schaden. Das ist leider, wie gesagt, nicht die übermäßigste Masse, die wir hier machen. Ja, diese Hämmer haben eine unglaubliche Reichweite. Das ist schon ziemlich nervtötend. Ja. Mach bitte nur aufgeladene Schläge, du machst einfach viel zu wenig Schaden. Ich kann keine aufgeladenen Schläge machen. Ich hab das Ding noch mal Level 0. Nimm irgendeine Waffe, mit der du aufgeladene Schläge hast. Ein Speer zum Beispiel. Damit hast du immerhin auf Level 1 trainiert. Ja. Aus irgendeinem Grund. Schon wieder gezappelt, unglaublich. Das kannst du gut. Ja. Dann könntest du eigentlich auch mal einen Efeu draufsetzen. Vielleicht hilft das. Dann können wir ihn vielleicht ein bisschen mehr treffen. Und Level 1 Bogen. Bams! Haha, das war doch schon viel besser. Ich mache jetzt nur noch Level 1 Bögen. Könnt ihr ein kleines Stück zum Hochkommen, ansonsten kann ich nicht ausweichen, was auch immer er gleich macht. Ah gut, er geht sowieso zu euch. Dann kann mir das egal sein. Efeu-Mantel Level 0. Sam ist gezappelt. Ich bin der grüne Mogri, yay. Ja, wir haben alle unterschiedliche Mogri-Farben. Eine glückliche Mogri-Familie. Mhm. Oder in diesem Fall Zappler-Familie. Ah, gut, er hat seine Räder rausgefahren, das heißt, er ist kurz vorm Tod. Dann könntest du jetzt eigentlich mal ein paar Lehmbomben draufkloppen. Sie sind zwar nicht übermäßig stark, wobei ich kann egal, mach ruhig. Lehmbomben müssen mal auf Level 1 kommen. Bams, Lehmbombe. Kabams. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall annehmbarer Schaden. Nächster Angriff. Schlammbombe Level 0. Bams. 29 Schaden. Jetzt hab ich, glaube ich, noch genau so genug MP, um einmal noch so Juwelenregen zu machen. Ja. Macht leider keinen besonderen Effekt, ist halt auch nur Schaden, aber hey, Schaden ist Schaden. Eben, Schaden ist. Und dann kriegen wir noch ein Kraftwasser, das ist wunderbar. Dann sterben wir auf keinen Fall. Ring. Ich weiß gar nicht, ob die Heilung den Zappler-Status heilt, also die Heilung von dem Mädchen. Ich glaube aber eigentlich nicht. Nein. Ich glaube, die heilt genauso wie die Kräuter und die Kräuter heilen keinen Zappler-Status. Ja, ich bin schon wieder gezappelt. Ich bin auch gezappelt. Hilfe! Zappel, 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 zappel. Und dann benutze ich die Gelegenheit mal, wo wir keinen Schaden machen. Einfach ja, um nochmal zu heilen. Noch ein bisschen Kraft. Allerdings hält uns das auch sehr weit in seinen Angriffen. Das war jetzt nur sehr geringfügig effektiv. Na gut, jetzt wo er so schnell ist, macht das keinen großartigen Sinn, noch die Fernkampfwaffe zu gehen. So, hallo Schwert. Dann kann ich damit wenigstens wieder kämpfen. Haben wir noch einen Speer, wie es aussieht? Bams, stirb! Und beide direkt gezappelt. Ja, ne? Ich wünsche, wir hätten noch irgendwas Effektives, um viel Schaden zu machen. Ich befürchte, da haben wir gerade nichts wirklich Sinnvolles mehr, außer vielleicht meinen Schwertschlag. Wow, wie hat der nicht getroffen? Ich glaub's ja nicht. So. Hallo? Nimmt jetzt überhaupt keinen Schaden mehr. Kollege? Ich glaub's nicht. Ja, ne? Dieser Kampf zieht sich jetzt noch ein bisschen mehr, als er eigentlich müsste, weil er einfach keinen Schaden mehr nimmt. Komm, hör. Mein Gott, wie lange wollt ihr das denn noch machen? Der hat extra so lange gewartet, bis ich endlich mal einen Schlag mache. Ja, das kann er. Und nächster. Wow, das hat mich jetzt am Schaden gehindert. Beschwer dich doch. Ja, tu ich. Komm schon, komm. Ich war hat meinen Angriff gerade auf. Mein Angriff lädt auf, während ich gezappelt bin. Cool. Und hört aufzuladen, wenn ich nicht mehr gezappelt bin. Das ist natürlich perfekt. Ja, das ist sehr hilfreich. Was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen. Mein Gott, ich hätte den Bogen behalten sollen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Ja, Sam ist wieder gezappelt. Jetzt komm schon, komm schon. Boah, das gibt's ja nicht. Hier läuft den Bogen zurück. Dieser Kampf zieht und zieht und zieht sich. Jetzt, ja. Schuss macht nix. Meine Güte, die Hitbox hätten sie echt besser machen können. Wie hänge ich hier ein bisschen in der Wand? Ja, das sieht gerade irgendwie doof aus. Ja, na bitte. Komm, hab ich Pfeil und Bogen wieder ausgerüstet, schon treffe ich wieder. Ehrlich mal, was in aller Welt? Ich wollte nur noch sicher gehen, dass ich tatsächlich kein Mann mehr habe. Und Bams, ja, wunderbar. Wieder nix. Ja, dann geht er aus dem Menü raus. Achso. Ich würde gerne überleben, danke. jetzt stirb endlich. Ich kann doch keine HP mehr haben. Dann fällt sie ja schon seit ewig an die blöden Rollen ausgefahren. Dünk. Ja, 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 15 Schaden. Ich hasse diesen Boss. Ich habe immer solche Probleme, den zu treffen, wenn ich gegen den kämpfe. Ja, ja, endlich. Gott. Yeah. Aber der Kampf auch schon wieder viel zu lang gedauert. Ich sage, jetzt aber wieder so eine lange Episode, einfach nur, weil dieser Boss nicht gestorben ist. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir ihn irgendwann jetzt doch endlich geschafft. Yay. Und weiter geht's.
Siegesmelodie kommt auch noch irgendwann. Ja. Und weiter geht's. Bring. Und vollgeheilt. Wir haben einen Speerorb erhalten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag keine Speerorbs. Und, ne? Wir werden uns später sprechen. Scheinbar. Irgendwie, ne, habe ich nicht so das Gefühl, dass wir die Typen so schnell wiedersehen werden. Ja. Du musst übrigens drücken. Ich kann nicht. Nein, auch nicht. Die Mana-Samen zurückbekommen, das ging ja schnell. Hurra! Die wurden ja lange geklaut. Ja. Es handelte sich jetzt nur um den des Wassers. Komm, bringen wir ihn zum Wasserpalast zurück. Rampampa. Das war dann die Episode, die beenden wir hier oder so. Ach, die Musik hat gerade den falschen Takt gespielt. Ja, ne, also ja, bis zum nächsten Mal. Die Musik hatte den falschen Takt. Die Musik ist schön. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha. Ciao.